Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu, komme ich nach dir und ich danke dir für deine Güte. Du bist ein wunderbarer Gott und ich bete dir einfach, dass du zu uns redest. Halb uns dein Wort zu verstehen, halb uns in deinem Wille zu wohnen, Herr. Ich bete dir, lieber himmlischer Vater, dass du uns einfach erhörst, dass du uns deine Gnade erfahren lässt, Herr, dass wir von dir hier bewahren. Rede uns, Herr, im Namen Jesu. Du weißt, kreit wird in jedem Jahr von uns. Im Namen Jesu. Amen. Wir folgen jetzt uns dazu aus dem Psalmist. Wenn wieder schwere Kriege gewonnen dazu scheint, das hier uns nicht. Ich glaube in jedem, als das mal sehen gewonnen. Und sehe in David das auch. Das sagt, Herr, wie lange wirst du noch mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen. Das scheint vor, dass Gott es verstoppt, es sieht einem nicht. Wenn er betet, das scheint sie, Gott hört nicht. Und wie weit trotzdem Gott es tut, und wie weit Gott es geht. Und ich glaube, du musst wie Apostel, dass uns Glauben nicht fällt. Du musst wie Apostel, dass wir nicht sagen, das Problem nicht begann. Wie macht uns der Schampf im Glauben? Und so ist der Psalmist wieder, wie lange noch sollen Sorgen mich quälen, wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen, wie lange noch wird mein Feind über mir stehen. Ich glaube, all das hat die meiste von uns, all erlebt und gedacht und gekämpft. Da werden viel wie uns verstohlen, an wie diesem Psalm lesen. Gott, wo bist du? Wie lange muss ich noch warten? Warum antwortest du nicht schwind, wann wir die Brücke? Seid eigentlich wie dann. Und ich glaube, das war, wie ob das jeder nicht verstanden hat. Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir, lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen. Sonst holt mich noch der Tod. Du warst ein Zimmerlis und noch mein. Aber ich weiß von Gott, wie immer war da nie gekauft. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Unterdrückerin werden jubeln über meinen Tod. Und dann kommt die Antwort, ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. So, ich glaube, das ist der Schlüssel zum Sieg. So, Volker, verbringen wir viel zu viel Zeit, um uns zu sorgen, um mütlos zu sein und am Anfang zu murren, anfangen anzufrieden zu werden und sagen, warum antwortet Gott nicht? Und es steht zu sagen, ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Also der Psalmist sagt, dass er noch nicht geraten wird. Gott hat noch nicht angerufen. Ich fange an zu danken. Du warst mir raten, das ist eine Verheißung. Mit meinem Lieb will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Also ich glaube, das ist eine Herzensentscheidung und dafür habe ich mich entschieden. Ich will Gott danken, was ich dem Sieg sei. Ich will Gott nicht in Frage stellen, ich will nicht unzufrieden werden, sondern ab dem Leben in Gott vertrauen und dem danken mein Leben lang für seine Leib, für seine Gnade und geduldig warten auf seine Angriffe. Herr, ich danke dir für dein Wort. Das bedient uns so viel. Wie viele uns so verstehen, wenn wir das lesen. So viele stehen wir mit dieser Frau, helplos, so viele denken wir an der Nacht, warum gibst du nicht an, wo bist du? So viele wollen Sari ans Unia nehmen, wie bringen denn im Tritzen, das schien sie, die kommen vor zwei Jahren. Aber wir wollen das lernen zu danken. Wir wollen ab deiner Leib in die Not vertrauen. Du bist uns Gott. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.